So, grüßt euch, liebe Weinfreunde. Salut. Mary, on peut commencer avec parler en français. Oui, parce que l'épisode aujourd'hui est sur le vin de Bourgogne. D'accord. Mais n'est pas des vins très... Populaire. Populaire. Non, ce n'est pas très populaire, c'est aussi bon marché. Oui, oui, c'est avec très bon marché. Du oui. Bon qualité et bon marché et du chardonnay. Oui, j'aime bien le chardonnay. Machen wir auf Deutsch weiter. Ja, ist einfacher. Also, nach dem Schock jetzt mit diesem Französisch, dass wir mit unserem Schulfranzösisch eigentlich, naja. Wir waren lange schon nicht mehr dort. Ja, es wird Zeit. Am besten lernt man Französisch mit der Speisekarte und der Weinkarte, finde ich. Ja, solange keine Kalbskopfsülze da drauf sind. Genial. Aber... Schnecken. Oui, oui. Also, fangen wir einfach mal an mit zwei Weinen, die wir jetzt aus einer Region... Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Regionen, oder? Ja, also alles in der Bourgogne, aber nicht so berühmt. Mhm. Ja, es ist keine Côte d'Or, keine Côte de Nuit... Keine Côte de Beaune. Fangen wir an. Wir sind in der Region Vézelay. Vézelay, das Château, die Domaine de la Cadette. Der Wein heißt La Piécette von Monton. Jean Monton. Monton. Monton, oui, oui. 100% Chardonnay. Ja. Der Wein ist ein Sponti. Und ich glaube, der Name Piécette, der kommt irgendwie zum einen, glaube ich, von zwei Wörtern. Ich habe bloß die französischen Wörter vergessen. Auf jeden Fall ist kleines ein Fass, kleines so. Fass, so Faisonnet, glaube ich. Und das ist ein halbes Barrique Weil quasi. In der Bourgogne heißen die doch, glaube ich, Pies. Pies, nicht Barrique-Fässer, die sind ein bisschen größer, 240 genau. Liter. Und dann noch ein anderes Wort, was dabei ist. Das ist eben so eine Wortmischung aus den beiden. Ja, das ist das ist Chardonnay. Ja. Und da ist so was richtig Holziges auch dabei. Ja, er ist spontan vergoren. Und seit Michael Teschke wissen wir, große Weine wachsen auf Kalk. Das wissen wir nicht seit Michael Teschke, sondern seit Philipp Kuhn. Seit Philipp Kuhn. Servus Philipp. Entschuldigung. Das stimmt. Ja. Wobei das auch Michael Teschke hätte sagen können, weil, ja. Ja, er hat viel gesagt. Ja. Nein, also. Und das ist ein Tipp. Kauft euch ab und zu mal solche Weine. Ihr braucht eine gewisse, speziell was den Bereich Chardonnay und auch Spätburgunder betrifft, da braucht ihr einfach eine gewisse Messlatte. Mhm. Ja. Und jetzt Vézelay kennen die wenigsten. Das Ganze ist... Gibt es auch erst seit Mitte in den 90ern, glaube ich, dass die direkt vermarkten. Sonst war das, glaube ich, auch so Genossenschaft oder so. Genau. Und jetzt machen die das eben selbstständig, eigenständig. Ja, ja. Und das Gebiet Vézelay ist nordwestlich, glaube ich. Ja, das ist so halbe Strecke Beaune-Auxerre, aber du musst dann auf der halben Strecke nochmal ein bisschen links abbiegen. Okay. Und wenn du unbedingt von Beaune weg willst. Ja. Und ist näher am Chablis als an der Côte d'Or, ist das, ne? Nee, Côte de Beaune. Côte de Beaune. Côte de Beaune. Wäre auch mal wieder Zeit, da hinzufahren, ja. Das schmeckt wirklich. Das ist mal so ein richtig guter Tropfen. Mann, wenn jetzt auch noch Gäste da wären, die würden dann auch mal fragen, kannst du mal so einen richtig guten Tropfen aufmachen? Das ist schon alles okay. Ach so, du hast schon wieder leer. Das Bezeichnende an guten Tropfen ist, dass sie auch eine gute Fließgeschwindigkeit haben. Ja, ja, und die verdunsten so immer so. Ja, weg. Und vom
vom Geschmack her ist er sehr mineralisch für einen Chardonnay, oder? Also ich mache hier jetzt kaum Fruchtaromen aus. Er ist so wirklich Honigaromen vielleicht ein bisschen. Ja, ja. Butterig. Butterig ist er. Buttrige Weine, da fällt mir doch ein sehr großer Freund dieser buttrigen Vertreter ein. Lieber Herr Erichsen, das wäre was für Sie. Oh ja. Welcher Jahrgang ist das eigentlich? 2012. Ja, sind also nicht ganz jung, aber ich finde, der ist einfach schön zu trinken. Ja. Das ist auch, also das ist ja so, beim Riesling ist es hin und wieder so, da werde ich von der Säure so ein bisschen erschlagen. Und das ist mir hin und wieder ein bisschen too much. Und das ist Bourgogne. Very well. Ja, und das sind Weine, die schreien nach Essen, finde ich. Es Was würdest du jetzt dazu Schnecken. Zu dir nehmen? Schnecken. Escargot. Es gibt Gerichte, die darf man nicht im Internet erwähnen, so wie Froschschenkel, aber die würden auch ganz gut dazu passen. Ja, aber Escargot passen sehr gut dazu. Und was gibt's noch? Jambon, Petersil? Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Ja. Und ich schau mal. Kurz, so, ja? Ich habe jetzt noch mal was aus dem Nähkästchen gezaubert, was eigentlich dazu gut passen könnte. Political, sowas von unkorrekt. Aber manchmal muss man einfach sagen, scheiß drauf. Mhm. Einmal. Ich weiß, es werden Kommentare kommen. Eigentlich passt Gewürztraminer viel besser dazu. Aber wir hatten jetzt halt noch so eine Dose da und die muss auch langsam mal weg. Ja, auf Toast. Ein bisschen Foie Gras. Du Canard? Auf Toast. Da freut sich die Leber. Oh ja, die wächst. Da hast du ein Stückchen. Ist okay. Erstklassig. Und ich finde, das passt schon. Das passt. Eigentlich Gewürztraminer, aber ich finde Chardonnay. Chardonnay ist eigentlich, das kann man für alles nehmen. Wenn er butterig und fett ist, dann geht hier auch Fett. Ja, ja, die Leber. Sehr wichtig. Manche haben zwei davon. Mhm. Die Depardieu. Ja, hatte nicht schon die dritte? Ich glaube nur zwei. Und einen Bypass. Und einen russischen Pass. Was ist am schlimmsten davon? Also ich finde, dazu dazu muss man übrigens sagen, ich habe das nur so aufgekriegt. Der Praterall hat es gar nicht aufgekriegt. Amateur. Da ich immer politisch korrekt bin, esse ich ja sowas normalerweise nicht. Ja. So. Wie ist so das Urteil über den Wein? Kann man lassen? Kann man lassen. Jetzt schauen wir mal. Ah, preislich. Wo war der? Zwischen 20 und 30. Ja. Je nachdem, wo ihr ihn bekommt, zwischen 20 und 30, ist, glaube ich, auch Bio. Oui. Und ganz großes Kino. Jetzt sind wir etwas im... Jetzt kommt noch ein Toast. Aha. Wir haben noch mal was. Ein Puits Fussé vom Château Fussé. Aus dem Marconnet. Mais oui. 13,5% Alkohol, also ein bisschen stärker als der jetzige. Ja. Auch Chardonnay. Auch aus dem Barrique.
Aber das Mâconnais, das ist so ein bisschen südlich von Beaune, oder? Ja, ja, ja. Das geht so ein bisschen Richtung, wenn ich mich nicht ganz geografisch täusche, so Richtung Beaujolais. Müsste die Richtung sein. Mhm. Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall südlich. Mhm. Der ist eigentlich noch eine Spur besser. Also der ist der Hammer. Das Weingut ist so ein bisschen das Aushängeschild der Region. Ne? Und da riechst du schon, der ist butterig bis zum geht nicht mehr. Ja? Also der Wein hat mit Fastenzeit und so gar nichts zu tun. Schön, dass wir im Jänner sind, im Januar. Er ist eigentlich so butterig wie der erste, finde ich. Der erste war butteriger. Oh, obwohl, der ist auch butterig. Und? Mal schauen, wie der sich mit der... Aber das ist eine gute Idee. Also wir empfehlen zukünftig, wenn ihr euch die Sendungen anschaut, stellt euch auch was zum Essen dazu. Ist schon gut. Normalerweise bin ich ja immer so der Shisha-Fan. Schinken-Chardonnay. Aber das geht auch. Also so ganz anders. Ne? Mhm. Die Mineralik ist nicht so stark wie beim ersten. Der erste ist sehr mineralisch. Mhm. Ne? Und hier? Preislich sind wir in der gleichen Region. Ein bisschen, ich. Ist schon ein bisschen höher angesiedelt. So aber 30 oder also was geht eher Richtung 30 dann. Aber immer noch für Bourgogne. Ist fair. Kann man sich's leisten, ab und zu. Ja. Ne? Boah, mit der... Die Hummer-Mayonnaise. Köstlich, aber schön. Ich glaube, da brauchen wir immer einen Nachschub. Oh ja, oh ja, oh ja. Und das ist so ein bisschen eine Messlatte für guten Chardonnay, muss man sagen. Ist jetzt nicht nur butterig, hat eine schöne Säure auch dabei. Ne? Also ist nicht eindimensional. Der Wein wird nicht langweilig. Kommt natürlich auch vom Kalk. Ist es mein Toast oder deiner? Das ist deiner. Also sorry, also ich bin ja nicht so... ganz so verfressen, aber bei dem Zeug, also sorry, das ist eine Kombination, die ist einfach nur geil. Das ist super. Das ist echt super. Und so total einfach zu machen. Ich muss da noch mal ganz kurz aus dem Bild. Red einfach weiter. Ja, das ist vielleicht auch eine Besonderheit an der Bourgogne. Also wir haben ja das Weintrinken sehr stark über die Bourgogne begonnen. Das Trinken von sehr guten Wein. Und dazu gehört einfach auch sehr gutes Essen. Mhm. Irgendwie wäre es ja mal Zeit, back to the roots. Noch. Ja. In die Bourgogne. Mary. Mary, bien sûr. April. April. Ich habe da Ferien. Lehrer. Das machen wir mal fest. Wir fahren im April in die Bourgogne. Ja. Und wenn wir irgendjemanden von euch da auch sehen würden, dann würde es uns freuen. Das wäre bestimmt lustig. Ja. Werner Wino on Tour in der Bourgogne. Mitte April. Mitte April, okay. Obwohl es mit den Weingütern da unten recht schwierig ist, Termine zu bekommen. Dann berichten wir von den Restaurants. Dann von den Restaurants. Von einem ganz besonders. Mary. La Grilladine. Ich habe übrigens noch mal Toast gemacht, weil ich muss da jetzt ehrlich sagen, da brauche ich noch was von dem Zeug. Hoffen wir mal, das... Ich finde es so interessant, das haben beide Weine, die sind jetzt nicht so ganz klar, die sind ein bisschen schmutzig. Mhm. Also hast du auch so im Geruch, finde ich, so ein bisschen, fast ein bisschen wie Kleber oder sowas. Ne? Nee. Nicht Kleber, aber irgendwas ist da drin, irgendwas Schmutziges.
Ja, deine alte Unterwäsche ist es nicht, also ist es gut. Das schneiden wir raus, oder? Nee, das lassen wir drin. Also sorry, der ist noch mal eine Spur. Der hat mehr, ne? Da passt die Dings, die Enten. Ist das jetzt eigentlich Stopfen? Ist keine Stopfente. Nee. Sag mal, willst du den Shitstorm hier mit Gewalt provozieren? Ja. Also es ist von glücklichen Enten, die alle zu Tode gekitzelt wurden. Nee, jedenfalls sehr gut. Kann man nur empfehlen. Sensationell. Und hier muss ich auch wieder meinen Spruch losbringen, tut mir leid. Wenn man überlegt, was manche Jungwinzer für ihre Weine verlangen, ist das ein fairer Preis. Und wenn man überlegt, was man dafür jetzt bei richtigen Spitzenweingütern bekommt, ist es ein sehr fairer Preis. Jetzt müssen wir noch Punkte verteilen heute. Oh, das ist schwer. Das ist schwer. C'est difficile. Mais oui. Mon ami. Mon frère. Oui, oui. Apropos, wer sich mit der Bourgogne beschäftigen möchte, immer wieder Louis de Funès. Die große Sause. Ja. Da spielt ein Teil in Meursault, ein Hotel, in dem wir schon übernachten. Ja, das da sollten wir wieder hin. Ja, Hotel Desart. Desart oder Desart? Desart oder Desart. Gleich neben der Kommandantur, was eigentlich mal früher ein Rathaus war, jetzt steht es still und leer und so. Mhm. Schöner kleiner Ort. Ja, geniale Region. Schöner Markt. Da kriegst du den Spargel schon 4 Wochen früher. Ne? Dann auch. Und wenn man sich einfach, wenn man da einfach zur Charcuterie geht und sich ein bisschen Schinken, ein bisschen Salami holt und sich ein Baguette einfach holt, einfach dann sich raussetzen und ein Gläschen Wein trinken und dann einfach sich das Baguette schmeckt einfach anders in Frankreich. Sorry. Wenn du zum Bäcker gehst, im Supermarkt nicht. Ja, beim Bäcker, wenn du zum Bäcker und zur Boulangerie und dann isst du da einfach so ein schönes Baguette dazu, ein bisschen Jambon. Ja. Und die guten Schlachtereien dort, die haben ja auch immer einen Grill davor am Wochenende und da kannst du dir ein gegrilltes Perlhuhn holen oder ein gegrilltes Kaninchen kommt für dich nicht so in Frage. Ja. Aber für mich schon. Und dazu eine schöne Flasche Wein und einfach in den Weinbergen sitzen. Genau. Also, wie gesagt, genial. Wir sind da. Wir sind im April in der Bourgogne. Das ist doch mal eine Ansage. Ja. Jetzt aber. Frösche, passt auf. Schnecken lauft schneller. Werner Wino kommt. Also, wir sind da. Und wenn ihr Lust habt, kommt auch. Immer gerne gesehen. Punkte haben wir noch nicht vergeben. Punkte müssen wir noch verteilen. Also, wir sind ja weit über den 40. Beide. Beide weit über den 40. Ist nichts Langweiliges. Kommen wir zum ersten nochmal zurück. Der ist ein bisschen dreckiger. Er ist ein bisschen Dirty Harry. Ja. Mhm. Dirty Harry de la Bourgogne. Das ist also nicht der Edelwestern aus Hollywood, sondern das ist der Italo-Western. Wer will den Scheiß sehen? Ja, diese Edelwestern. Mhm. Wo die Westernhelden vor Pomade umkommen. Ja. Ja, jedenfalls Punkte. Das ist mehr Clint Eastwood. Punkte. Er ist über den 40. Mhm. Ich sehe ihn so 44, 45. Mhm, hätte ich auch gesagt, 44. 44, ne? Und den zweiten würde ich ein bisschen höher sehen, den würde ich so bei den 46 sehen. Unbedingt. Unbedingt. Und vor allem beide Mann. Jahrgang, was war das eigentlich für ein Jahrgang? 13, oder? 2013, ja. Also der entwickelt sich noch besser, die sind noch relativ jung. Die kannst du 10 Jahre noch im Keller liegen lassen und vergessen. Nicht. Ja, aber theoretisch kannst du die 10 Jahre im Keller vergessen und dann läuft es erst richtig. Ja. Und manchmal muss man einfach Bourgogne trinken, um zu sehen, wo Bartel den Dings, wo Dingsbums den Most holt. Ja. In diesem Sinne, wir trinken da jetzt noch ein Schlückchen und hauen uns noch ein bisschen was von der Foie Gras rein. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Santé. Und hoffentlich wird der Shitstorm nicht zu groß. Ja.